Hier. Sound. Ich war sehr schick. Ja, das ist schön. Ja, was ich wieder erlebt habe. Ja, schlägt ihm fast die Krone aus. Ja, oder und so weiter. Das kann alles nicht wahr sein. Also ich habe ganz viel Geld bekommen. Ein Fahrschein für morgen. Ich soll mich ja morgen melden. In Berlin. Ich weiß, sage ich mal wo. Das ist so geil. Es ist alles so geil, was das hier für ein Schweineverein ist. Ja. Co Casa Nostra, Integrative Hilfen e.V., da soll ich mich melden. Ja. Die können mir angeblich weiterhelfen, angeblich. Aber ich meine, die könnten mir hier auch helfen, das die wollen nicht. Ne? Jetzt ist es so, jetzt habe ich gesagt, was ist denn mit dem WBS? Naja, alles schick, die könnte ich ja am Donnerstag holen, also am 10. Ich müsste so, ja, laut Arbeitsamt, also laut Jobcenter, ist es so, dass wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin und ich einen Bewilligungsbescheid habe, dann müsste ich den kriegen. Aber nur müsste. Ja? Jetzt kommt's. Frau Preuß ist angerufen worden von Frau Bentin, ja? Und Frau Preuß hat denn gesagt, das ist nicht ihre Entscheidung, das wäre die Entscheidung von dem Vorgesetzten, welcher Fuhrmann ist. Mein Freund. Mein sehr guter Freund. Ich glaube, da werde ich natürlich hingehen, wa? Werde ihn mal fragen. Ich hole mir von dem das persönliche Nein, ja? Und dann sehe ich mal weiter. Also ich habe so langsam die Nase voll von dieser ganzen Scheiße hier in Brandenburg, weil hier macht jeder wohl das, was er will, aber nicht das, was ich meine, Gutscheine, Sedin, ja, ist ja nicht Deutschland und dergleichen. Habe ich ja alles schon erzählt. Ich will mich nicht wiederholen. Tatsache ist, dass ich wahrscheinlich jetzt an die Öffentlichkeit gehe. Ja? Report oder irgendwie so, weil mir reicht es. Ja? Es kann doch nicht sein, dass die einen nur verarschen, Mann. Und ich fühle mich total verarscht. Ja? Ja, was soll ich denn mit die. Das ist doch so unglaublich. Ich faste, Kinder, ich faste überhaupt nicht. Was mir passiert, das ist einfach nur Scheiße. Und da kann jeder sagen, was er will, das ist kein Jammern, sondern es sind Tatsachen. Ja, es sind einfach Tatsachen. Deswegen mache ich das ja hier, damit das mal alles dokumentiert ist irgendwann. Ja? Und also ich wehre mich meiner Haut, aber erfolglos. Ja? Jedes Mal, wenn ich ein Zugeständnis mache, rutsche ich noch tiefer. Das kann's doch, so kann es doch nicht sein. So kann es doch nicht sein. Ja? Die erzählen ja alle, jeder erzählt irgendwas, aber nicht genau. Ja? Gut, da ich ja jetzt endlich weiß, woran das gelegen hat, dass ich keine Insolvenz bekommen habe, bin ich ja schon mal zufrieden, dass ich das wenigstens weiß. Ja, da werde ich mich natürlich auch drum kümmern. Ja, weil, was soll ich mit einer Wohnung? Die können mir mal am Arsch lecken, Mann. Ja, hier in Sedin. Ja. Am Arsch lecken könnt ihr mich. Ich hau hier wieder ab. Ja. Ihr wollt mich nicht, dann will ich euch auch nicht. So einfach ist das. Ja. Und ob ich mir den Spaß noch mache und mir den Fuhrmann greife, das muss ich mal abwarten. Ja. Hab noch 2 Tage Zeit, darüber nachzudenken. Ob sich das lohnt oder nicht lohnt, ich meine, ich krieg mich ja höchstens auf, ja. Weil das ist doch schweinisch, was hier abgeht. Ja. Erzählen immer, aber was passiert? Ja, nichts. Nichts passiert. Nur Scheiße passiert. Und wem schien es in der Schuhe? Na mir! Wem denn sonst? Bietstein ist schuld. Bietstein ist schuld. Ja, ist er auch. Ja. Aber dann heißt es immer die Vergangenheit. Naja, was heißt das? Meine Tatsache ist, ja, dass ich niemals obdachlos geworden wäre, hätte ich die Hilfe nicht gehabt, die ich gehabt habe. Das ist einfach eine Tatsache. Und daran will, da, das will keiner hören. Versteht ihr? Denn, und dann soll ich ruhig bleiben. Naja, klar, selbstverständlich. Da muss man dann ruhig bleiben. Ne? Das muss man sich gefallen lassen, nicht wahr? Was die erzählen da, ja. Hauptsache, sie sind einem los, ja, was anderes interessiert die nicht, ne? Und so weiter, dann wird es heiter, ne? Jetzt wird es ja Tatsache mal heiter. So, ich leg mich jetzt gleich hin, weil ich bin erstmal fix und fertig.
Kann sich ja keiner vorstellen, wozu bin ich so früh aufgestanden, wenn es ja nichts gebracht hat? Nichts. Weil die einem, ich fahre da morgen hin, ich höre mir das an. Ja, das ist in der Nähe vom Kleistpark, ja, auch so ein Hilfeverein, so ein sogenannter, ja, aber da muss man ja mitarbeiten. Ja. Nun bin ich ja mal gespannt, was die unter Mitarbeit verstehen. Ja, erstmal nur ein Zimmer oder wie oder was? Ja, ich lasse mich mal überraschen morgen. Ja, weil, ja, also ganz ehrlich, ich bin langsam ein bisschen ratlos, ja, weil, wenn ich das immer höre, die wollen einem alle helfen, aber die tun es ja nicht, die tun genau das Gegenteil von dem. Ja, was soll man? Ich will auch keine Hilfe mehr. Ah ja. Ich will auch keine Hilfe mehr, ja, die können wir auch noch abstecken hier. Ja, ich mache das jetzt selber alles. Ja. So viel steht schon mal fest. Ja. Ja, wo haben die mir denn geholfen? Die haben mir geholfen, dass ich jetzt obdachlos bin. Dazu haben die mir geholfen. Ja, das genau, die Hilfe habe ich aber angenommen dazu mal, damit das eben nicht passiert. Ja, damit die Obdachlosigkeit nicht kommt. Und was ist die kommt? Obdachlosigkeit ist eine lange Geschichte. Ja, ich bin da nicht unschuldig dran. Ja, das sage ich ja nicht. Ja, denn meine Schuld ist die, ich hätte die Hilfe niemals in Anspruch nehmen dürfen. Ja, dann würde ich da heute noch wohnen, wo ich gewohnt habe. Dann wäre nämlich auch ja nicht passiert von wegen Mietschulden. Ja, ich hätte nicht die Miete gekürzt. Ja, ich bin ermutigt worden durch meinen Einzelfallhelfer. Dann habe ich mir von dem Anwalt geben lassen, was auch bescheuert war. Den sein Sohn hatte auch ADHS. Mit dem hatte ich nur Krieg, mit dem Anwalt. Ja? Das war kein Anwalt, das war ein Arschloch, Mann. Ja? Und nicht weiter, diese Drecksau. Ja? Aber gut, ja, ich hätte meinen nehmen sollen. Ja, aber seht ihr, so ist es. Ja? Immer wenn ich auf mich nicht höre, passieren solche Dinge. Ja? Und die verlangen von mir, dass ich auf mich nicht höre. Das verlangen die von mir. Auf der anderen Seite sagen sie zu mir, naja, sie müssen alleine. Nicht? Ja, können die sich mal, dann sagen die zu mir, ich muss mich entscheiden. Ja, können die sich, dasselbe Recht habe ich auch. Ich kann auch sagen, warum, ihr müsst euch mal entscheiden, was ihr wollt. Ja? Was ist denn für eine Sauerei da mit dem, jetzt soll ich den Fuhrmann fragen, warum denn das? Warum soll ich den, für den will ich da ja nicht fragen, den will ich nicht mal sehen. Ja? Ich frage den noch nicht. Ich frage noch mal die Frau Preuß, ja? Wie der entschieden hat, ja, und dann gehe ich mal vor Gericht langsam. Ich werde das mal vor Gericht bringen. Mir reicht es, ja, weil die hier sich erlauben. Neu-Sedin gehört ja auch nicht zu Deutschland, wegen der Gutscheine und so weiter. Ja. Und die arbeiten ja alle und da alle zusammen. Ich bin sehr von Frau Capelle enttäuscht und auch von der Frau Bentin bin ich enttäuscht. Ja, was tun die für einen? Nichts. Einfach gar nichts. Die können einem nicht helfen. Ja? Die wollen es auch nicht. Ja? Ich habe ja mit Frau Bentin gesprochen. Ja? Die könnte das wohl entscheiden mit dem Geld. Ja? Aber will sie nicht. Nicht? Gut, okay, dann ist egal. Ja? Irgendwann reicht es mir auch. Ja? Ich meine, so werden die Leute in Selbstmord getrieben. Versteht ihr? Genau so. Ja? Man wird hin und her geschubst. Ja? Von einer Stelle zur anderen und man kommt immer zu spät und Bladikeks erzählen einem nur Dreck. Ja, und. Ne? So ist das. So, jetzt bin ich erstmal den Frust los. Ja, weil kann nicht sein, ich denke mal, Sonnabend weiß ich nicht, ob ich da hinkommen kann. Sieht nicht so aus. Ne? Bis jetzt habe ich auch gar keine richtige Lust mehr. Okay, ciao.